Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir Jackson wiedergeholt und das ist genau das, was ich meine. Das hat einfach so eine geile herbstliche Stimmung. Das finde ich einfach so cool. Und ja, den haben wir wiedergeholt. Der ist jetzt bei seiner komischen Therapeutin und jetzt müssen wir halt Nikki wiederholen, weil die halt entführt wurde. Das macht Sinn. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Perfekt eingedingst. Hey. Kann ich dir helfen? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center am Egal, was du suchst. Ich hab's bestimmt. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Cool. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Ja, Mensch. Das ist ja irgendwie blöd gelaufen, ne? Ich wette, auf den Bildern sah der auch anders aus. Na gut. Und jetzt? Jetzt haben wir das Zeug. Boah, das sieht so cool aus mit den Bäumen. Das war ich nicht. Nicht meine Schuld. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hängen. Noch eins. Och nö. Wo ist denn der Kram? Okay. Ja. Wie die Sonne da so... Wie die Sonne hier einfach aussieht. Das sieht hier so toll aus. Das gefällt mir in dem Spiel einfach so gut. Das hat einfach so eine nice Atmosphäre. Hat man selten. Obwohl das Ganze hier so komisch typisch amerikanisch ist. Wovon ich jetzt irgendwie nicht so der Fan bin, ist es dann doch irgendwie ganz cool zu sehen, dass das halt auch so schöne Seiten hat. Aber sieht man ja auch in The Last of Us richtig krass, wie da einfach so der Herbst aussah. Es hatte einfach so viel Spaß gemacht. Die Herbstmission war, also dieser Herbstteil war halt immer so der beste Teil, fand ich. Jetzt habe ich voll Bock, The Last of Us zu Let's Playen. Oh mein Gott, ich habe auf so viele Projekte im Moment Bock. Aber es kommt alles noch. Irgendwann, spätestens bevor der zweite Teil rauskommt, spiele ich das noch. Also eigentlich nochmal. Ich habe das ja schon mal Let's Play. Das war sogar das erste Konsolen-Let's Play hier auf dem Kanal. Das ist aber auch schon wieder 3-4 Jahre her. Auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich lange. Ich finde das auch krass, wie die ganzen Spiele immer noch so arschteuer sind für die PlayStation. Die sind zwar schon so 2 Jahre draußen oder The Last of Us kam 2013 oder so raus. Und das ist halt immer noch, es kostet in der Remastered-Version immer noch 59 Euro oder so. Okay, das Spiel ist zwar gut, aber das heißt nicht, dass man gleich so rumwuchern muss. Sorry, war ich nicht. Nicht meine Schuld, hab damit nichts zu tun. So. Okay. Das mache ich jetzt einfach nur so just for fun, damit der LKW nicht durchkommt. So, und schon sind wir da. Halt die Klappe. Du hast nichts gesehen. Boah, ich will die Waffe wieder haben, die ein Dings hat. Wir haben einen Skillpoint. Toll. Das war jetzt nicht so der Plan, aber okay. Boah, ich will die wieder haben. Die war viel besser. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Ich glaube, die knallt ein bisschen mehr rein. Hallo.
Soll ich die wegsnipern? Ups. Wie konnte das denn passieren? Ist der nach unten gesprungen? Was ist das für ein Idiot? Nein, keine Versteckung rufen, das ist nicht cool. Ah, hallo. Wer hätte das nur erwartet, dass er eine Waffe hat? Mensch. Was, den kann man sprengen? Wieso habe ich nicht gesprengt? Ach so. Oh. Geil. Muss ich da jetzt... Ja, ich muss in das Gebäude da. Das macht natürlich Sinn. Mist, den habe ich doch voll bekommen. Ah, den kriegen wir auch noch irgendwie. Ha. Lüg dich nicht mit mir an, Bitch. Hat noch irgendeiner Geld, Munition? Ich nehme alles gern. Wo ist denn der? Nein, lass dich nicht abschießen. Oh nein, das ist doch nicht in Ordnung. Wir hatten die doch schon alle down, bis auf die eine Bitch da, die da oben stand. Toll. Och, das ist doch nicht in Ordnung. Wieso passiert das? Was ist denn hier los? Daran wird sich schon bald keiner mehr erinnern. Oh Mann, geht denn hier alles kaputt? Hoffe ich mal. Der hat auch einen Sniper, dann nehmen wir einfach dieses Mal seine. Ich verfolge ihn. Schon dabei. Du kommst hier nicht. Komm schon, 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 komm schon. Zum Glück haben wir auch eine Schrotflinte. Die wollte ich zwar jetzt nicht, die Pistole, aber na gut. Ich kann länger als du, Amateur. Mist, als ob ich den von hier aus nicht hacken kann. Das ist doch nicht in Ordnung. Wie soll man lieber hier hinkommen? Nein, hör auf damit. Du bringst dich damit nur selbst um. Letzte bekannte Position erreicht. Such mir ein Ziel. So, das ist die richtige Waffe. Ist da oben ernsthaft jetzt einer? Ja, okay, da ist auch noch einer, aber... Oh, das ist doch nicht in Ordnung. Wieso tut man sowas? Noch irgendeiner Zeug von denen? Ich glaube irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Da ist eine Treppe. Mit der sollte das theoretisch möglich sein.
So, dann haben wir hier jetzt wenigstens TTOS-Zugriff, wenn wir das fertig gehackt haben. Eigentlich ist das so die perfekte Position. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so schwer. Bisschen armselig, aber okay. Vor allem, dass die das auch nicht checken. Hier hackt jemand so deren Server, bringt die ganzen Leute um, aber nö, nichts passiert. Wir ändern nicht einfach alles. Nein, nein. Es ist nichts passiert. Okay. Komische Leute. Was passiert, wenn ich da reinspringe? Ich will es ausprobieren. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Ja, okay, es passiert nicht viel. Das wissen Grace wir schon mal. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Kommt der da wieder raus? Ja, tut er. Gut, dann klauen wir mal wieder ein Auto von denen, einfach nur weil die hier rumstehen. Das muss ich nicht wenden, das heißt, ich nehme das da. Und setzen uns mal einen Wegpunkt. Oh, hier sind noch voll viele von diesen Türmen. Ich würde sagen, wir machen einfach in dieser Folge noch so einen Turm, oder? Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen besser, als jetzt noch eine Mission anzufangen. Die ich dann nicht beenden kann, weil das die letzte Aufnahme für heute ist. Ich habe jetzt 5 Folgen am Stück aufgenommen. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gemacht. Vor allem nicht mit dem Programm. Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen soll. Aber wir probieren das einfach mal und ich hoffe mal, dass irgendwas, dass alles gut ist. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann tut es mir leid. Dann kann mein Programm nicht 5 Folgen am Stück aufnehmen. Aber ich komme aus dem Spiel nicht raus. Also ich kann es nicht raustabben oder so und die Aufnahme beenden und neu starten. Das geht hier nicht. Deshalb, das ist nicht ganz so dolle. Da muss ich immer schneiden und das ist, ja. Okay, ich sehe den Turm auch schon. Boah, an den erinnere ich mich, glaube ich, noch. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel. Was soll denn diese DedSec-Scheiße? Weiß ich auch nicht. Kann ich euch auch nicht sagen. Habe ich nichts mit zu tun. Och, ich wollte da hoch, als ob das nicht möglich ist. Da müssen wir irgendwie hoch. Letzte Nacht hatten wir ein längst überfälliges Gespräch. Cool. Kann der nicht da rüberspringen? Nee. Okay, das funktioniert. So weit, so gut. Du sollst da hochgehen und da auch. Dankeschön. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon da, oder? Da steht Keep Out. Das heißt, ich muss da rein. So. Einfach mal alles entriegeln. Ich weiß nicht, ob ich da hin muss oder so, aber kein Plan. Einfach mal machen. Wo ist denn der Turm? Da. Toll. Das heißt doch eigentlich, ich muss da hoch, oder? Aber so hoch kommt der nicht. Ist das denn nicht hier drin oder so? Doch, das ist hier drin. Toll. Das hätte man sich ja auch nicht denken können und mein Stuhl quietscht sich wieder ein ab. Cool. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen noch zu einem anderen Turm. Wir haben noch 5 Minuten und irgendwie die Folge jetzt schon zu beenden, finde ich gerade irgendwie ein bisschen strange. Aber das ist coole Musik, kann ich die ausmachen? Dankeschön. So. Ich muss mir irgendwo ein Auto klauen, aber hier ist gerade keins mehr. Mist, 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 das ist doch nicht in Ordnung. Sonst kann ich keine Mission mehr machen und auch kein anderes Zeug, wenn ich kein Auto habe. Ja gut, ich bin nicht wählerisch. Jetzt nicht mehr. Nein, das machst du nicht. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen, die Schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen,
wurde nun eine Untersuchung eingeleitet. Das kennen wir doch schon. Ja. Ihr habt euch da. Ja, ihr wiederholt euch so, das ist Deutsch. So. Gut, dann einmal hier um die Ecke und jetzt sind wir auch schon fast da. Bin mal gespannt, ob wir das einfacher hinbekommen als eben. Okay, hier ist das Ding irgendwo. Ja, okay. Es ist da oben drauf. Das heißt, wir müssen da irgendwie hochkommen. Und da Flugzeuge hier ausgeschlossen sind, ja. Ich bin mir echt unsicher. Kann ich hier rein? Nö. Ah, okay. Ich muss nur irgendwie darüber. Das kriegen wir hin. Ich muss da nur irgendwie rüber. Wie ist das möglich? Hier konnte ich irgendwas sprengen, oder? Ja, okay, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Aha. Also müssen wir theoretisch nur die Tür da oben entriegeln und dann sollten wir das irgendwie hinbekommen. So, das geht da hoch. Irgendwie müssen wir da hinten. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist doch die gleiche, oder? Ne, da geht was rein. Ist hier irgendwo eine Kamera, mit der ich da reinkomme? Die kann ich da drin halt auch nur abschlachten. Mehr kann ich da auch nicht machen. Kann ich irgendwie von hier hinten reingucken oder so? Nee, eher weniger. Was bringt mir das? Ja gut, irgendwie nicht so sonderlich viel. Okay, alles klar. Gut. Dann sollten wir da ja jetzt theoretisch reinkommen, oder? Habe ich die Dudes hier drin jetzt befreit? Ja, cool. Hallo, ihr habt mich nicht gesehen. Ich benutze nur euren Lift und so, ne? So. Hier geht's nicht lang. Hier geht's noch durch. Und dann haben wir's auch schon. Gut, dann würde ich sagen, den Turm haben wir. Und was wir jetzt in der nächsten Mission machen müssen, das sehen wir logischerweise in der nächsten Mission. Bis dahin!